Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Forest. Und ja, heute habe ich eigentlich relativ viel vor und zwar möchte ich die Modern Axe finden. Ich habe mich mal hingesetzt in eine andere The Forest Welt und dann habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht und habe geguckt, wo könnte dann die Modern Axe sein. Und ja, ich habe sie gefunden, Leute. Und ich weiß, dass wir ja hier einen Homepoint gesetzt haben und da, von da aus werde ich die Modern Axe auf jeden Fall finden. Ja, von der Schlucht geht nämlich über das Wasser so ein kleines, so eine Erdbrücke sozusagen. Und ja, von da aus... Da ist auf jeden Fall so eine Höhle, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, den Molotov-Cocktail jetzt habe ich auf jeden Fall dabei. Da muss ich mich ein bisschen aufpassen, weil da nämlich eine paar, ich sag mal, etwas stärkere Kannibalen sind. Und da möchte ich irgendwie ungern denen ein bisschen begegnen. Also wir haben zwar volle Rüstung, aber wir haben schon ganz schön Wumms. Das heißt, warum schlage ich denn eigentlich? Irgendwie bin ich heute wieder ein bisschen verpeilt, aber das kennt ihr ja, wie gesagt. Auf jeden Fall so verpeilt bin ich eigentlich gar nicht, weil ich auf jeden Fall jetzt ein Ziel habe. Sonst bin ich ja wirklich immer richtig mega verpeilt. Da renne ich den ganzen Tag im Wald rum und erschaffe so gut wie gar nichts in der Folge. Also das ist normal bei mir. So, für die Leute, die nicht wissen, wie ich so drauf bin. Also, nur mal so am Rande erwähnt. So, jetzt sind wir hier bei der Schlucht mal vorsichtig hier runter. Nicht, dass wir uns irgendwie verletzen. Wir haben zwar Rüstung an, aber ja, hier waren wir letztes Mal auch, haben ein bisschen das Haus weitergemacht und wie auch immer. Und wir haben ja im vorletzten, beziehungsweise im Stream, hatten wir ja die komplette Knochenrüstung fertig. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall vorgesorgt. Genau, das wollten wir eigentlich, also... Hatte ich so gedacht, das eigentlich fertig machen. Aber von hier aus möchte ich gerne jetzt den Dings finden, sei schon. Hier die Modern Axe. Und zwar müsste sie eigentlich da hinten irgendwo... Ich weiß gar nicht, ob die hier lang oder da lang... Also ich gehe auf jeden Fall erstmal im Wasser lang. Weil über dem Wasser ist halt, wie gesagt, so eine Brücke. Und diese Brücke, die brauchen wir, weil da ist nämlich eine Höhle. Und ja, was ich noch erzählen wollte. Also Freitag soll ja jetzt immer Streamtag sein. Und ich werde auch morgen Stream machen, so um 20 Uhr auf jeden Fall. Spätestens 20.15 Uhr, wenn irgendwas dazwischen kommen sollte. Also wenn ihr irgendwie Bock auf einen Stream habt von mir, ich denke mal, dass ich The Forest weitermachen werde. Weil das kommt mal relativ gut an im Stream. Und da haben auch alle wirklich Bock zu. Und ich habe da auch richtig Bock zu. Hier ist übrigens die kleine Brücke, die man... Was heißt klein? Also da ist schon eine ganze Menge. Aber ja... Hier ist das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, der Stream, das wird so sein, dass ich da The Forest spielen werde. Da werden wir so ein bisschen die Höhle weiterbauen. Höhle. Wie komme ich auf... Okay, ich bin schon wieder wirklich... Also jetzt fängt das Verpeilte langsam an. Also es dringt langsam durch. Und was ist das? Das ist, ach so, das ist einfach nur ein Stein. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... was wollte ich sagen? Achso, genau. Der Stream, der wird 20 Uhr morgen starten. Also ich denke schon, dass ich pünktlich 20 Uhr anfangen werde. Und wer Bock auf den The Forest Stream hat, wo wir natürlich so ein bisschen da hinten die Brücke weiterbauen, weil wir wollen ja in die Schlucht rein. Also ich denke, man kann auch über eine Höhle oder so in eine Schlucht rein. Hier haben wir auf jeden Fall eine Schildkröte. Können wir da irgendwie... Hä? Okay, alles klar. Das soll uns nicht weiter interessieren. Und zwar genau hier soll irgendwo... Da habe ich irgendwo den Schlitz. Das ist so ein Schlitz. Also nicht direkt eine Höhle. Also eine Höhle schon, aber halt durch diesen kleinen Mauer... Genau, hier ist das. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Also ich habe sehr, sehr viele Tutorials gesehen, wo man die Modern Axt finden soll und wie auch immer. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dann nur in den älteren Versionen was gefunden. Also ich habe nicht irgendwie für die neuere Version was gefunden oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird hier die ersten, in der ersten Zeit, glaube ich, genau, L war das, glaube ich. Naja, L war das. In der ersten Zeit wird hier nichts passieren, aber... Was ist das? Hä? Habe ich da eben irgendwas verpasst? Wieso habe ich jetzt eben das... Egal. Wir machen das auf jeden Fall wieder an. Weil wir brauchen nämlich Licht hier. So ist das ja nicht. Und hier sind auf jeden Fall ganz viele Uhren. Die Uhren brauchen wir eigentlich nicht, soweit ich das weiß. Und ja, hier oben passiert eigentlich, soweit ich weiß, nichts. Also ist jedenfalls mir nichts passiert. Und deswegen, ab hier unten passiert auf jeden Fall was. Da unten ist... Was ist das? Ein Bein einfach. Ein Bein. Genau, da unten. Seht ihr den? Nein, nein, das will ich auf jeden Fall nicht. Den müssen wir irgendwie ein bisschen verbrennen. Und zwar, nein,
Nein, nein, nein, nein, nein. Ich will da nicht runterrutschen. Mann! Alles klar. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Und zwar möchte ich gerne einen Molotow-Cocktail haben. Nein, diesmal vergesse ich es nicht anzuzünden. Okay, und zwar schmeiße ich den da erstmal runter. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der genau ist. Man sieht den auch nicht irgendwie, ne? Eben haben wir den ja, gesehen. Also, ich wollte auf jeden Fall irgendwie den erstmal da killen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also, wir warten jetzt auf jeden Fall, bis der wiederkommt. Der ist in einer sehr guten Position. Ja, ich habe getroffen. Der ist auf jeden Fall, ist am Brennen. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass der auf jeden Fall verbrennt. Also, wenn der weg ist, die anderen Kannibalen, die holen wir locker easy going. Das ist überhaupt kein Thema. Da müssen wir nur so ein bisschen aufpassen. Der ist jetzt natürlich ziemlich angeschlagen. Und ich werde, wie viel habe ich denn eigentlich noch? Wie viel? Ich habe hier sonst auch noch ein paar, die kann ich auch noch verwenden. Das wäre nicht so das Thema. Glaube ich, hier ist der, ne? Da. Wir haben ihn und das zweite Mal haben wir ihn auch erwischt. Kein Thema, locker, easy going. Da ist der. Bam. Und wir haben das dritte Mal haben wir ihn auch erwischt. Ich glaube, beim dritten Mal müsste er eigentlich sterben. Ich hoffe es einfach, dass er beim dritten Mal stirbt. Weil die ganzen Kannibalen da unten gehen sowieso schon auf den. Na, er stirbt einfach nicht. Nein, er stirbt einfach nicht. So, und wir haben ihn auch ein letztes Mal getroffen. Ich hoffe, dass der jetzt wirklich endgültig sein Ende nahe geht. So, der große Fettwanz müsste jetzt eigentlich weg sein. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal runter. Da werden auf jeden Fall ein paar Kannibalen auf uns warten. Ich hoffe, dass die nicht zu stark sind. Eigentlich haben wir relativ heftige Rüstung. Hier ist schon der erste Kannibale und den machen wir einfach mal ganz schnell. Bam, bam, kalt und so. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein paar andere erwischt habe hier. Oh, da ist noch einer. Zack, zack, zack. Und der ist auf jeden Fall... nee, ist nicht weg. Da ist er. Bam, bam, so. Auf jeden Fall haben wir eine relativ gute Rüstung. Das heißt, wir haben da eigentlich... Stopp. Irgendwie ist hier noch einer. Ich sehe, hier sind ganz, ganz viele. Irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, wir nehmen einfach mal diese Axt. Die ist eigentlich relativ heftig. Wenn wir die Modern Axt haben, dann ist das alles kein Problem mehr. Dann können wir da so ein bisschen easy going so ein bisschen was machen. Und zwar, genau, ich wollte die anzünden. Und gucken, wo das hier eigentlich lang geht. So. Oh, da kommt noch einer. Bam, bam, geh weg. Nein, geh weg. Mann, ich habe mich eben richtig erschrocken. Geh weg, so. Also, genau, ich wollte hier jetzt gucken. Ich glaube, die Körper brauchen wir eigentlich nicht. So, ich hoffe, hier passiert nichts. Und zwar genau hier hinter habe ich das Ganze gefunden. Ich habe erst so gedacht, oh nee, da wird bestimmt irgendwas richtig Heftiges hinter sein. Aber das ist gar nicht so heftig, wie man so denkt, weil das Ganze hier eigentlich relativ... Ja, wie soll ich sagen, eigentlich relativ sicher ist hier hinter. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass die Spawn nicht irgendwas anderes. Und zwar die Axt, die ist jetzt eigentlich soweit kaputt. Das heißt, wir müssen das Katana nehmen. Ich hoffe, dass hier... ja, wir gehen hier einfach mal lang. Und zwar ist hier so in der Nähe irgendwie die Modern Axt. Ich habe mal gesehen, dass hier irgendwie einer da hinten rüber gejumpt ist. Und so, keine Ahnung was. Das meinte ich mit keine hilfreichen Tutorials. Ich habe keine hilfreichen Tutorials irgendwie gefunden. Und das habe ich mal irgendwie so gesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier der relativ einfache Weg. Den habe ich auch selber gefunden. Da war überhaupt kein Thema. Das habe ich aber noch in der früheren Version von The Frost gesehen und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier müssten noch so ein paar Babys sein. Genau da, wo ich den übelsten Lachflash überhaupt gekriegt habe. Wer den Lachflash nicht gesehen hat, muss mal bei mir, Best of Twitch heißt das, glaube ich, oder Best of Stream, keine Ahnung, irgendwie sowas, müsst ihr mal auf meinem Kanal greifen. Also, können die richtig angreifen? Also, tun die einem richtig weh? Oder ist das einfach nur so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ist hier? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Klamotten. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Und hier auch noch ein paar Klamotten. Die kann man endlich immer gebrauchen. Also Klamotten kann man immer gebrauchen, beziehungsweise Kleidung. Und ja, das ist richtig, richtig cool eigentlich. Und zwar, hier war ich so ein bisschen am Verzweifeln. Da habe ich erst so gedacht, wo geht das denn lang? Und wie auch immer. Also habe eine ganze Weile geguckt. Und zwar ist das hier, kann man ganz einfach easy going. Ich weiß natürlich nicht, wie man da wieder zurückkommt. Keine Ahnung. Da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo das lang geht. Und zwar genau hier muss man lang. Und hier muss man rüber jumpen. So, zack, easy rüber. Und hier muss man, glaube ich, auch nochmal rüber jumpen. Keine Ahnung. Muss man hier rüber jumpen? Ich weiß es. Oh, das ist so dunkel hier. Ich glaube es nicht. Es ist einfach so mega dunkel.
Wo muss man denn hier nochmal lang gehen? Muss man hier oben hin? Oder irgendwie hier so in der Nähe habe ich die Modern Axe gefunden oder gesehen auf jeden Fall. Ich glaube, hier oben muss man lang. Keine Ahnung, ich kletter einfach mal hoch und guck mal, ob das da war, ob das hier war. Genau weiß ich nicht. Daran seht ihr auch, dass ich nicht irgendwie ein Tutorial großartig geguckt habe oder so, sondern ich habe hier meinen eigenen Weg gefunden. Und zwar, wo war es hier? Ja, hier haben wir die Modern Axe. Ja, wir haben die Modern Axe gefunden. Richtig, richtig geil. Also wir haben auf jeden Fall in der Folge relativ viel... Was heißt viel? Also, ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall genug geschafft. Haben auch noch zwei Müsli-Riegel hier gefunden. Das ist richtig, richtig cool. Und dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal... Was ist hier eigentlich? Also, muss man hier nochmal... hier kann man auf jeden Fall, denke ich, wieder zurück. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob hier auch so ein großes Viech ist. Keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht, weil, ja, ich möchte eigentlich, heute war nur mein Ziel, die Modern Axe zu finden. Und das ist, wirklich richtig cool, dass wir das geschafft haben. Richtig, richtig, richtig cool. Waren wir hier nicht eben? Haben wir da nicht eben so irgendwie das gefunden und so? Keine Ahnung. Ich gehe hier einfach mal lang, um zu gucken, was hier ist. Ja, hier waren wir eben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Ich werde mal wieder zurücklaufen. Und wenn wir zurück sind mit der Modern Axe, können wir auf jeden Fall im Livestream, also der am Freitag am 20 Uhr, merkt euch das, 20 Uhr morgen wird ein Livestream, morgen ist Freitag, okay. Ich war schon wieder richtig, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hä, wo bin ich denn? Daran merkt ihr schon, dass ich wieder ein bisschen so Baller im Kopf bin, keine Ahnung. Ja, wo ging das denn jetzt nochmal raus? Da müsste ich mal gucken, ich hoffe, ich verirre mich. Nein, nein. Oh, das war aber knapp. Backt das hier irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich hier wieder raus und ich weiß nicht, wo das jetzt rausging. Ging das hier jetzt so raus? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach. Ich nehme mal die hier. Das müsste eigentlich richtig... mit L war das, ne? Ja, ich bin schon wieder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier muss das doch irgendwo rausgehen. Ich weiß es nicht. Wo ging das denn raus hier? War das überhaupt? Doch, das war doch hier. Was ist das denn? Sind das so Steine oder so Kristalle oder sowas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da müsste ich mal genauer nochmal gucken. Auf jeden Fall haben wir die Modern Axe gefunden. Das ist richtig, richtig cool. Und alles, was ich ansprechen wollte, dass morgen halt der Stream ist, habe ich eigentlich auch soweit. Genau hier war das lang. Hier mussten wir lang. So, das ist schon mal richtig cool. Ich weiß gar nicht, spawnen hier nochmal neue oder... nee, spawnen hier nicht. Okay, das ist richtig, richtig cool. Leute! Wir haben die Modern Axe gefunden. Die, die wir im Stream Ewigkeiten gesucht haben. Wo auch mir einige Videos geschickt haben und da war irgendwie nichts Hilfreiches dabei und so. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall die Modern Axe. Und das ist schon mal richtig, richtig, richtig cool. Also ich würde sagen, wir haben so in der Folge relativ viel erreicht. Und ich... Was ist das denn für ein Gesicht? Oh mein Gott. Dieses Gesicht, Alter. Dieses Gesicht. Okay. Egal. Ja, genau, wir gehen hier wieder raus. Es ist dunkel. Ich hoffe, dass es Tag wird. Oder Tag ist. Nein, es ist... Ist es Tag? Nee, es ist immer noch dunkel. Es ist immer noch dunkel. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zu Hause. Und dann, ja, laufe ich einfach mal zurück. Wir sehen uns gleich. So Leute, bin ich froh, dass wir hier in der Nähe das Haus gebaut haben. Sonst hätte ich das niemals irgendwie, ja, rechtzeitig geschafft, denke ich. Beziehungsweise es wird wieder Tag, ne? Es wird es wieder Tag? Oder wird es gerade Nacht? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn es jetzt... Nee, es wird Tag. Wenn ich jetzt in der Nacht unterwegs gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, niemals geschafft. Auf jeden Fall haben wir hier in der Nähe das Haus, was sogar richtig, richtig geil ist. Und ja, Leute, ich würde damit sagen, ich beende die Folge Dead Forest. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib doch einfach mal einen Daumen nach oben. Schreib mir unten in die Kommentare, ob du das genauso geil findest, dass wir jetzt die Modern Axe gefunden haben. Und wenn du keine Folge Dead Forest mehr verpassen möchtest, kannst du hier unten abonnieren. Ciao, Leute!